slowakische Stadt Košice. Die Nähe zu den Nachbarländern Ungarn, Ukraine und Polen spürt man hier auch kulinarisch. Chefkoch Miroslav Hužvar hat sich der einheimischen Küche verschrieben und experimentiert gerne mit den Zutaten. Die kauft er zum Beispiel im Bilinker. Der Laden ist bekannt für seine gute Auswahl an regionalen Gewürzen und Kräutern. Heute will der Koch eine Sauerkrautsuppe zubereiten. Dafür braucht er Kümmel und Thymian. Ich kaufe die Kräuter hier im Bilinker, weil sie von hoher Qualität sind und ein fantastisches Aroma haben. Mir ist das wichtig. Die Aromen geben den Gerichten und Spezialitäten Geschmack. Und sie sind ein Stück unserer Region, die ich unseren Gästen mitgeben möchte. Etwa 10 Minuten vom Kräuterladen entfernt liegt das Hotelrestaurant Jasmin, in dem Miroslav Hužvar arbeitet. 2009 wurde das Restaurant eröffnet. Das Ambiente ist modern. Serviert werden slowakische und internationale Gerichte. Miroslav Hužvar ist viel in der Welt umhergereist und hat dabei Gewürze und Zutaten anderer Länder kennengelernt. Vor 2 Jahren ist er in seine Heimatstadt Košice zurückgekehrt und hat hier den Posten des Küchenchefs übernommen. Ich koche zwar traditionelle Gerichte, aber neue Interpretationen. Ich verbinde die Gerichte mit neuen Gewürzen, um die Leute damit zu überraschen. Ich möchte, dass man alte Rezepte neu entdeckt und das schmeckt. Für Euromax kocht er heute traditionell die Sauerkrautsuppe Kapusnica. Die Zutaten: Sauerkraut, Wurst, Pilze und Pflaumen, Zwiebeln und Speck, süßes Paprikapulver und Kümmel und Thymian. Zuerst schneidet der 33-Jährige Zwiebeln und Speck und brät alles in einem großen Topf an. Das Rezept ist mindestens schon 100 Jahre alt. Die Suppe haben schon meine Mutter, meine Großmutter und auch meine Urgroßmutter gekocht. Jede Familie hat ihr eigenes Rezept. Ich koche die Suppe so, wie meine Vorfahren sie gekocht haben. Nun brät er die Wurst an. Sie ist sehr würzig. Es folgt das Paprikapulver. Es wird in fast allen slowakischen Gerichten verwendet. Ein Einfluss aus der ungarischen Küche. Nachdem man Paprikapulver in heißes Öl gegeben hat, muss man sehr schnell Flüssigkeit, also Brühe, für unsere Suppe 2 Liter dazu tun. Sonst brennt das Ganze an und dann wird der Geschmack bitter. Und dann kann man die Suppe vergessen. Nun fügt der Küchenchef alle weiteren Zutaten hinzu. Sauerkraut kommt zum Schluss in die Suppe. Dann schmeckt er mit den Gewürzen ab. Die Suppe ist nach einer halben Stunde fertig, aber der Küchenchef empfiehlt mehr Zeit. Das Geheimnis dieser Suppe ist, sie muss sehr langsam gekocht werden. Die Zutaten brauchen Zeit, ihr Aroma zu entwickeln. Das ist sehr wichtig für den Geschmack. Daher viel Zeit zum Kochen einplanen. Das ist das Geheimnis. 3 Stunden lang hat Miroslav Hužvar die Suppe köcheln lassen. Etwas Sauerrahm gibt der würzigen Suppe eine milde Note. Die Kapusnica ist gehaltvoll und reich an Vitamin C. Die Slowaken essen sie daher am liebsten in der kalten Jahreszeit.